Mein Name ist Gijs Lenaers und ich leite den Rundfunkchor Berlin. Man findet unseren Chor in den Konzertsälen dieser Welt, aber auch in Clubs, Parks, Hotels, Industriehallen, Ausstellungen oder in der Kirche. Heute sind wir in Kreuzberg. Hier leben die verschiedensten Kulturen miteinander. Das Hotel Orania Berlin ist bekannt für seine vielfältigen Konzerte mit KünstlerInnen, die in Berlin leben. Dort habe ich mich mit SängerInnen unseres Chores zum Musizieren verabredet. Sie haben Musik ausgewählt, mit der sie persönlich etwas verbinden. Gleich treffe ich unseren Bassisten Sascha Glintenkamp auf ein Lied. Sascha, du hast dir ein Lied ausgesucht, das ich noch gar nicht kannte, das aber ein sehr schönes Thema trägt. Welches Lied ist es? Also ich habe ausgesucht von Jacques Ibert, Chanson à Dulcinée. Und zwar stammt das aus einem kleinen, ja, Zyklus ist fast schon zu viel, aber aus einem kleinen Quartett aus Liedern über Don Quixote. Und dieses Lied, Chanson à Dulcinée, singt Don Quixote an seine imaginäre Geliebte, an seine Minnefrau sozusagen. Er braucht ja jemanden, um seinen Heldentaten zu widmen sozusagen, ne? Genau. Und ist dabei sehr konsequent. Du hast das Buch offensichtlich gelesen, weil du weißt sehr vieles davon. Könntest du das ein bisschen umschreiben? Der ganze Roman Don Quixote oder von Cervantes ist ja ein, ja, wie soll man sagen, eine großartige Satire letztendlich. Und es geht quasi um einen Mann, der so viele Ritterromane gelesen hat, dass er davon so besessen ist, dass er meint, er lebt jetzt selber als Ritter. Und am Anfang des Buches macht er sich quasi wie so eine Art Plan, wo er sagt, okay, ich werde jetzt Ritter, dazu brauche ich zum einen eine Rüstung, zum anderen ein Pferd und zum dritten eine Geliebte. Also eine, für die ich alle die Heldentaten vollbringen kann, die ich in Zukunft vollbringen werde. Und das macht er auch wirklich so. Also er baut sich aus irgendwelchen alten Überresten, die er noch in seiner Rumpelkammer findet, irgendeine Rüstung zusammen mit einem alten Helm, wo er das Visier aus Pappe irgendwie dran macht, mit Schnüren. Dann hat er einen alten Gaul, den er dann tauft, Rosinante. Und dann hatte er irgendwann in seiner Jugend wahrscheinlich ein Bauernmädchen, das er immer ganz toll fand, da wo aber nie irgendwas war. Und das wird jetzt seine Angehimmelte und die nennt er Dulcinea von Toboso. Ich habe jetzt eine wunderbare deutsche Übersetzung gekauft, was ich immer so schön finde, ja. Dass du das Lied ja angetragen hast, ist für mich auch immer ein Anlass, mich dann auch da wieder damit zu beschäftigen. Und irgendwie ist das sehr schön, finde ich, wie konsequent und ja, wie stur er da an seine eigene Fantasie dranbleibt, was auch ein Ziel hat, denke ich. Also die Frage ist ja auch sehr schön, ob wir daraus vielleicht manchmal auch was lernen können. Ne? Ja, es ist irgendwie erstaunlich. Ne? Ich meine, das Buch ist ja 1605 geschrieben worden. Und wenn man überlegt, es ist ja letztendlich quasi so eine Art Eskapismus, den Don Quixote da vollführt. Ne? Also er will mit der restlichen, also mit der Anführungszeichen realen Welt eigentlich nichts mehr zu tun haben. Er sieht alles nur noch in seinem Ritterroman. Wie gesagt, das ist ja über 400 Jahre her, dieses Buch. Und wenn man so anguckt, was ja sozusagen in unserer heutigen Welt es für Möglichkeiten gibt, aus der Realität zu fliehen, also entweder, sagen wir mal, Computerspiele oder seinen eigenen Avatar erschaffen. Also das ist ja quasi auch nur eine, wie soll man sagen, eigentlich nichts Neues. Ne? Das gab es damals anscheinend auch schon. Und ich finde einfach diesen Gedanken so interessant, dass er dieses Lied singt für jemanden, den es nur in seiner Fantasie gibt. Es gibt ja genügend Liebeslieder an reale Personen und die auch alle ganz, ganz schön sind. Aber ein Lied an jemanden zu singen, den es quasi gar nicht gibt, den es nur in der Fantasie gibt, also wirklich sowas von verträumt und sowas in seiner eigenen Welt gefangen. Alles andere ist vollkommen egal. Er ist wirklich nur da so in seiner eigenen Welt. Und irgendwie, das gefiel mir so doll an dem Lied, dass man das wirklich benutzen kann, um so ein einfach mal alles auszublenden
und nur für jemanden singen. Also das ist ja auch das Schöne, das Lied. Man, dadurch, dass es keine reale Person ist, kann man, man kann es jedem widmen im Prinzip. Schön. Wollen wir dann vielleicht mal loslegen? Ja, gerne. La journée, si je ne vois pas.